Landwirte sind längst keine Bauern mehr. Hochtechnisiert, betriebswirtschaftlich möglichst immer auf dem neuesten Stand und innovativ präsentiert sich selbst die noch relativ kleingliedrige niederbayerische Landwirtschaft. Deshalb Geräte- und Maschinenpräsentationen auf dem Gelände der Landmaschinenschule. Ein Beispiel, die Entfernung zwischen den Höfen und den zu bewirtschaftenden Feldern wird immer größer, also braucht es optimierte Transportmöglichkeiten. Die Menge an Gülle wird immer mehr und wird immer weiter transportiert. Und es entsteht eigentlich durch den Schlepper ein Geräuschpegel, das wo die Leute oder die Anwohner nicht akzeptieren. Deswegen haben wir uns mir was einfallen lassen und sind auf einen LKW umgestiegen, der wo für uns den Gülletransport übernimmt. Somit sind die Leute oder die Anwohner viel ruhiger, weil sie eigentlich gar nicht mehr das mitbekommen, ob ein normaler LKW oder ein landwirtschaftlicher Gülle-LKW an einer vorbeifährt. Um die Felder zu schonen, sollen Schlauchkonstruktionen helfen. Anstatt mit Traktoren und schweren Gülletanks über die Felder zu fahren, soll in Zukunft ein Tank am Rande des Feldes stehen. Dieser ist mit dem Spezialfahrzeug über Schläuche verbunden. Ebenfalls schafft eine Großbereifung oder ein Raupenfahrwerkzeug Entlastung, da das Gewicht des Gefährts auf eine größere Fläche übertragen wird. Aber wie groß werden die Fahrzeuge in Zukunft noch werden? Wenn man die Maschinenbauer verfolgt oder beziehungsweise die Meinungen von den Maschinenbauern und die Betriebsstrukturen anschaut, geht die Größenordnung immer nach oben. Aber das Problem ist, dass der Bodendruck letztendlich irgendwo entscheidend sein wird. Und da werden sich die Geister noch scheiden. Die Natur ist das wichtigste Kapital der Landwirtschaft. Die Sicherheit des Landwirts und aller Beteiligter garantieren Arbeitskraft und Gesundheit. Also Schüttgüter wie Körner und dergleichen, das wird in der Regel dann über Bordwände abgesichert. Da ist es wichtig, dass der Schüttkegel nicht höher ist wie die Bordwände, damit beim Abbremsen oder im Kreisverkehr fahren das Ladegut nicht überschwappt. Im Vergleich dazu, wie wir hier den Radlader gesehen haben, also Fahrzeuge, die transportiert werden, die kann man ja dann mit Spannmitteln, also zur Gurte oder zur Ketten, formschlüssig dann mit dem Fahrzeugaufbau verbinden, mit dem Tieflader, wie wir es gesehen haben. Und letztlich gilt auch für die Landwirte mit ihren Fahrzeugen auf den Straßen angepasster Fahrstil. Fahrer und Lader sind für die Ladungssicherung verantwortlich.